Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine! Und wir sind nun im zweiten Part und unten sieht man sogar noch eine kleine Kurznachricht. Sollte man vergessen haben, was man im letzten Part getan hat oder was man tun soll beim nächsten Mal, kann man unten noch eine Kurznachricht ansehen, was man tun soll. Wir werden aber allerdings heute erstmal wieder zurück in Monte Bianco gehen. Nee, Monte Blanco. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall in Monte Bianco. Und werden hier weitermachen mit den, ja, Kapiteln. Und zwar Kapitel 3, das Geheimnis der Hügelhöhle. Und heute habe ich euch auch noch ein paar Fakten mitgebracht, die man so sagen kann. Und zwar habe ich auch noch mal geguckt, es gibt insgesamt... hi. Hast du ein Problem da unten? Kann man dich irgendwie besiegen? Ja, kann man. Okay. Komisch. Komischer Typ, aber egal. Habe ich gerade nachgeguckt. Und zwar gibt es insgesamt in dem Spiel 121 Insignien. Und naja. Ah, es gibt ja blaue Münzen und ich möchte die blauen Münzen sehr gerne erst am Ende des LPs machen. Deswegen möchte ich hier jetzt eigentlich nicht unbedingt was machen. So, muss ich jetzt eigentlich hin? Was ist die Mission? Das Geheimnis der Hügelhöhle, also eine Höhle. Ach, da oben. Okay. Ich habe mich jetzt gerade nicht aufgepasst. Deswegen. Aber es ist egal. Also, auf zur Hügelhöhle. Denken wir, das sollten wir doch eigentlich ganz easy hinkriegen. Vor allem mit dem Dreck weg. Sollte es doch ganz, ganz, ganz schnell gehen. Ja, schade, hat doch nicht geklappt. So. Ah, dann machen wir halt hier ein paar kleinere Teile und dann sind wir schon an der Hügelhöhle. So. Also 120 Insignien gibt es insgesamt. Okay, cool. Klauen mir halt einfach mein Dreck weg. Interessant. Wow, was ist das denn? Okay. Ich bin gespannt. Also. Und ich habe auch die Informationen zu dem Spiel. Und zwar ist das Spiel einmal... ist das Entwicklerstudio Nintendo EAD dran gewesen und gepublished wurde natürlich das Ganze von Nintendo. Ist ja irgendwie auch klar und ich bin schon tot. GG. Erster Tod im zweiten Part. Läuft auf jeden Fall. Nee, aber Nintendo EAD hat das natürlich ganz gemacht. Ist ursprünglich für die Nintendo GameCube am 4. Oktober 2002 rausgekommen. Mittlerweile aber auch für die Switch erschienen. Allerdings nur in einer limitierten Form durch das 35. Jubiläum von Mario zusammen... Oh, scheiße. Warum bin ich hier so schlecht? Zusammen mit Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy ist es auf der Switch erschienen. Also ich will jetzt hier nicht Game Over gehen, ne? Ich habe nur noch 2 Leben. Das ist nicht so gut. So. Jetzt konzentrieren wir uns aber mal. Und für... Mario, du solltest... Er sollte eigentlich nichts leiden. Ich glaube, Marius leidet hier in diesem Spiel noch ein bisschen so krass, wie man hier sehen kann. Selbst wenn man aufhört mit dem Rennen, leidet er noch ein bisschen weiter. Also frühzeitig sollte man aufhören. So. Ich werde mich jetzt ja auch nur ganz knapp fortbewegen. Ich keine Ahnung habe, wie ich das hier machen soll. So. Es war so. Gehe ich im ersten Level Game Over oder was? Ja, ich bin tatsächlich. Ich bin im zweiten Pod Game Over. Daumen hoch für diese Aktion. Ach, come on. Ach, come on. Okay, ich. Wir sehen uns gleich wieder. So, zweiter Versuch in diesem, oder, naja, nicht zweiter Versuch, aber ein
Holy shit, ey. Nächster Versuch hier und ich würde gerne da hochspringen, wenn das möglich ist, Spiel. So. Gucken wir jetzt, dass wir diese Scheiße hier nochmal hinkriegen irgendwie. Also, darüber. Frage ist jetzt, wie ich das am blödesten mache. Ich springe einfach komplett darüber. So. Darüber komme ich niemals. Also wir müssen auf jeden Fall diesen Weg hier gehen. Und vor den Cubes aufpassen. Was aktuell geklappt hat. So. Und einmal hier. Wow, Vorsicht. Ich will das One-Up haben. Das ist wichtig. Und jetzt haben wir es endlich. Oh, aufpassen, dass ich nicht schon wieder in den Tod springe. So. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt haben wir unsere Insignie. Ja. Zweimal gestorben. Kann man wohl leider nichts ändern daran. Oder ein paar Mal gestorben, nicht zweimal. Wir sind ja komplett Game Over gegangen. So, das brauchen wir jetzt nicht immer sehen. Wir wollen jetzt erstmal hier immer weiter in diesem Level aufhalten. Und kehren weiter in Kapitel 4, wenn ich mich richtig erinnere. Yep, Kapitel 4, das Dorf der roten Münzen. Oh, und hier gibt es natürlich eine rote Münzen und auch eine 100 gelbe Münzen Mission. Und man sieht hier schon die blauen Münzen. Puh, könnte natürlich jetzt schwierig sein. Ich glaube sogar nicht. Ich glaube, hier ist es tatsächlich nicht sinnvoll, alle roten Münzen und 100 gelbe zu kombinieren. Das ist das einzige Spiel, wo es nicht sinnvoll ist. Weil die roten Münzen, die geben tatsächlich nicht zwei normale Münzen, wie es noch in Super Mario 64 der Fall ist. Sondern die roten Münzen werden hier extra gezählt. So. Ist da eine rote Münze irgendwo? Sieht nicht so aus. Oh, da oben ist noch eine rote Münze, okay. Und hier auch, okay. Da haben wir zwei weitere rote Münzen. Also. Versuchen wir die roten Münzen so schnell wie möglich zu kriegen. Oh, Wirbelsturm hier. Interessant. Das ist Nummer 4. Ich lasse mich den gar nicht ein. Oh, da ist ein. Was ist das denn? 5. Was ist das für eine Box? Da drüben ist auch so eine Box. Aber. Hm, wird im Verlauf des Spiels noch wichtig? Ich habe leider absolut keine Ahnung, da kriegen wir die 6. Ganz stylisch geholt. Wie ich finde, oh, da gibt es eine Münze. Aber wie gesagt, hier die 8 roten und dort gelben einzusammeln, bringt aktuell einfach nichts zusammen. Eben weil das keine Auswirkung hat. Nummer 7 haben wir. Wo ist die 8? Wo ist die Münze Nummer 8? Da unten ist sie nicht. Ich fliege jetzt mal da hoch, aber geht man da hoch? Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Um mir einfach einen Überblick zu verschaffen, wo vielleicht die 8 sein könnte. So, ich bin auf jeden Fall oben. Wo können die 8 sein? Da! Ich sehe sie. Hab sie. Sehr schön. Und damit spawnt die Insignia ganz oben, wo wir eben gerade waren. Mario, kannst du dich bitte da festhalten? Danke. Was das hier ist, weiß ich immer noch nicht. Oh. Die wäre einmal Düsen... Oh, okay. Das ist eine neue Düse. Interessant. So, dann wollen wir mal darüber. Der Wirbelsturm kriegt mich nicht.
Und dann geht's auf nach oben. Und wir holen uns die Insignie der Sonne da oben. Und zack. Nein! Nein! Mario, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Fuck. Ich wollte in die Insignie rein. Mit schönen Hechtsprung rein. Das hat aber nicht funktioniert, leider. Ah, schade. Da will man einmal stylen und dann geht das schief. Schade eigentlich. Aber naja, was kann man dafür? Jetzt aber haben wir die Insignie. Sehr schön. Das ist unsere fünfte Insignie schon. Und dann geht's weiter mit Kapitel 5. Ja, mal schauen, was uns Kapitel 5 jetzt so einbringt. Monte Bianco, Kapitel 5. Mutant Tyrannia schlägt zurück. Oh, wir kämpfen noch einmal gegen Mutant Tyrannia. Okay. Und dann wollen wir mal. Zack und zack. Wo ist sie denn? Ich würde mal vorschlagen, die ist da ganz oben, wo es vielleicht dieser Schleim sein könnte. Könnte ich mir zumindest vorstellen, also. Weiß nicht, wie man darauf kommen könnte, aber vielleicht ist der hier was. Oh, was muss ich mit denen jetzt machen? Okay. Aha, ich muss die da loswerden. Ach, weißt du was? Erstmal werden wir den ganzen Schlotter los, den es da gibt. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Ruhe. Und springen! Hat nicht funktioniert, leider. Und springen! Alter, wie schwer ist denn das? Und zack! Jetzt haben wir sie! Hört auf! Haut ab! Hallo! Kommst du runter? Okay, also hilft nicht immer. Dann gehen wir jetzt auch mal runter. Oh, wir kriegen keinen Fallschaden, oder was? Obwohl, da wahrscheinlich wird Fallschaden trotzdem drin sein, nur ich habe es nur gerade irgendwie überlebt, diesen Fallschaden sozusagen. Ach Gott, hier muss ich erstmal ein bisschen was freimachen. Wo sind die jetzt? Du bist tot. Hä? Wo sind die? Ich höre was. Hier ist er, oder? Ja, da ist er, okay. Ich hab sie getroffen. Ja, schön, dass mich das Teil da blockiert hat. Okay, was macht die jetzt? Aua. Das war so nicht geplant. Ein Wirbelsturm! Scheiße. Das hat nicht funktioniert. Bleibst du unten? Hallo? Ja, toll. Was ist das für ein Bosskampf, ey? Zum Glück kann ich mir immer wieder Wasser holen. So wird es das manchmal nicht. Dass ich kein Wasser habe. Die Frage ist nur, wo sie jetzt hin ist. Ist die immer noch da an der Antwortenstelle? Antwort? Nein. Könnte die denn sein?
Wow, die ist da oben. Wie weit bist du denn weggegangen, ey? Ja, da komme ich nicht ran. Da muss ich noch ein bisschen weiter ran. Sehr schön. Ein Treffer. Nach keine Ahnung wie viele Minuten. So. Kann man sie auch gleich wieder? Ne, kann man sie leider nicht. Schade. Ich verschwende hier ein bisschen Wasser. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich es aber wieder. Nein! Stopp! Stopp! Sie hat nur ein bisschen Wasser gekriegt. Schade. Ja, jetzt macht sie wieder diesen komischen Wirbelsturm, ey. Jetzt aber. Kriegst du was zu trinken? Und, okay. Dann halt keinen Treffer, jetzt aber trotzdem. Irgendwie einen Treffer hingekriegt. Und dann geht's schon wieder ab ins nächste. Die fliegt jetzt nicht wirklich darüber, oder? Oh, da müssen wir jetzt folgen. Wenn die hier drüben ist. Lol, den wollte ich gar nicht treffen, aber okay. So, ich glaube, übrigens Energie können wir aufladen, werden wir Münzen einsammeln. Ich frage, wo ist sie denn? Oder hat sie mich jetzt getäuscht? Sie ist gar nicht da drüben. Ach du Mist, wie hast mich getäuscht? Du bist auf der Insel geblieben. Was soll die Scheiße denn? Ja. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Du kommst da runter. Jetzt macht sie wieder diesen ekelhaften Wirbelsturm. Ich weiß gar nicht, warum die diesen Wirbelsturm macht. Egal, jetzt kriegt sie... Okay, eine Ladung Wasser ab. Boah, jetzt macht sie wieder diesen komischen Wirbelsturm. Weg da mit dir. So, jetzt komm aber. Jetzt der letzte Treffer. Down! Sagte down! Boah, jetzt ist aber down. Hat lange Kampf, der Kampf hat lange gedauert. Und da ist die Insignie der Sonne. Endlich. Hat Ewigkeiten gedauert hier, die zu kriegen. So, also. Einmal ein zerstampft Insignie, kriegen wir noch instant hin. Sehr schön. Damit haben wir 6 Insignien. Und wir können sogar noch ein nächstes Kapitel machen. Also wir haben noch Zeit. Also wir können noch einiges machen jetzt. Ja, und immer wieder diese Nachricht. Das ist aber egal. So, wieder rein das Ding. Und wir machen weiter mit Kapitel 6. Das Mysterium des Schleimsees. Okay. Oh, was ist denn mit dem... Okay. Wo er eben gerade noch gut was machen konnte, ist jetzt allerdings... Also wo man noch schwimmen gehen konnte, ist jetzt verseucht. Alles klar, verstehe ich. So, jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen... Habe ich da gerade eine rote Box gesehen? Tatsächlich, da ist eine rote Box. Heißt das, wir könnten die Raketendüse kriegen?
Das wäre Hammer, wenn wir die jetzt kriegen. Und wir uns die schon mal anschauen können. Oder wenn das Raketendüse ist, weiß ich gar nicht. Sag, ich glaube, es gibt ja eine Raketendüse, okay. Du hast ja eine Kielsüse, lass sie mit ZR auf und kapotiere ich hoch hinaus. Ja, einmal gezeigt. Es gibt nämlich zwei Düsen, drei Düsen, die Schwebedüse, die Raketendüse und die Turbodüse. Also sieht man schon, was die Raketendüse bringt. So. Aua. Lass mich aus diesem Wasser raus. Danke. So, ich würde aber mal sagen, dass wir uns allerdings mit der Schwebedüse hier, glaube ich, besser vorankommen. Wir haben auf jeden Fall unsere Raketendüse schon mal beschafft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, mit dieser Düse kommen wir etwas besser voran. Hey, und da ist noch eine. Da ist gleich die zweite Düse, da ist die Turbodüse. Zack. Es war sogar ganz gut, was ich hier aktuell gemacht habe. So sind wir jetzt eigentlich schneller da. Ich glaube, die Seerosen hätten uns sonst geholfen oder hätten uns helfen sollen. So. Drücke und halte ZR, um durchzustarten mit der Turbodüse. Damit haben wir gleich mal beide Düsen hier gesehen. Gut, die Turbodüse zeige ich euch nochmal im vollen Umfang gleich. Wir haben die Raketendüse auf jeden Fall schon in Action jetzt gesehen. Turbodüse noch nicht so wirklich. Eigentlich zeige ich euch gleich nochmal. Oh, und schon wieder so ein Parcours. Da kann ich ja nur verkacken. Ich habe vier Leben, okay. Also, aufpassen. Die wechseln sich immer ab. Zack, einmal so, dann muss ich hier aufpassen, dann hier, dann wechselt der und dann haben wir hier schon mal ein Leben. So, jetzt muss ich aufpassen, was können wir hier machen? Ich glaube, ich weiß, was die von mir wollen. Ein Wandsprung, oder? Ja, die wollen safe einen Wandsprung. Und jetzt? Bin ich tot? Oder was ist das Teil hier? Oh, das ist ein Trampolin, okay. Okay, jetzt bin ich auf den Würfel drauf. Uah, aufpassen. Der Würfel macht... wie Guckchen. Beziehungsweise bewegt sich. Ja, ich sollte hier auch aufpassen. Nicht, dass ich weggeschoben werde. Und jetzt bin ich natürlich auf den Würfel drauf. So, wir müssen aber natürlich megamäßig aufpassen, was passiert. Aber hey, ich habe immerhin zwei Leben mehr jetzt. Also ich glaube nicht, dass ich in diesem Level Game Over gehen werde. Also, auf nach oben. Es sieht sogar machbarer aus als das erste, muss ich echt sagen. So, also wir müssen ja aufpassen. Also, rot bewegt sich jetzt. Aber, nee, das hätte jetzt nichts gebracht, wenn ich da drauf gegangen wäre. Ich wäre zu spät da gewesen. Wir warten, bis sich rot bewegt hat. Gehen jetzt auf rot. Warten, bis sich blau bewegt hat und gehen auf das blaue. Dann wird er bis rot warten, dann auf das rote. Blau. Blau. Rot. Und dann bin ich nicht mehr hingekommen. Shit. Warum suche ich mir auch das weiteste aus, was es gibt? Ich glaube übrigens, es gibt keinen Long Jump, ne? Oder? Gibt es einen Long Jump? Ne, es gibt keinen Long Jump. Ich glaube, das war der Fehler. Dass ich dachte, es gibt einen Long Jump mit. Aber Mario kann sich ja nicht mal in diesem Spiel ducken. Also wie soll es da einen Long Jump geben? Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ich hatte eben gerade wieder einen Fehler gemacht. Den ich zum Glück nochmal irgendwie behoben habe. Also hier kriegt man auf jeden Fall Leben, das ist schön. Zack, auf den Würfel drauf. Ich glaube, der Würfelpassage ist gar nicht mal so schwierig auszuweichen, ehrlich gesagt. Also, den Würfel kann man schon ganz gut bestehen. Boah, zum Glück war das jetzt gut, was ich gemacht habe. Also wieder rauf auf den nächsten Würfel und weitere Würfelpassage überleben. Zack. Wir kriegen auch immer schön hier mindestens zwei Leben. Also Game Over werden wir hier auf jeden Fall nicht gehen.
Das wäre echt dumm, wenn ich hier Game Over geben würde. So, Oh, shit. Ich muss aufpassen. Wie mache ich das am besten? Scheiße. Also wir warten jetzt auf jeden Fall, bis das Rote umgedreht ist. Genau. Dann gehen wir auf das Rote, dann warten wir auf das Blaue da und gehen auf das Blaue. Warten wir da auf Rot. Gehen da hoch. Dann warten wir auf das Blaue, gehen zum Blauen, warten, bis sich das Rote umgedreht hat. Gehen auf das Rote. Und dann dahin. Das Blaue dreht sich um. Dann dreht sich das Rote um. Dann dreht sich wieder das Blaue um. Dann dreht sich das Rote um. Wir gehen aufs Rote. Warten nochmal. Gehen aufs Blaue. Warten hier auch. Gehen wieder zurück aufs Rote. Dann drehe ich das Blaue. Und ich hoffe... Nein! Ich konnte nicht dahin springen. Ach, komm. Es hat vielleicht einen Millimeter gefehlt. Shit. Okay, also. Endpassage noch. Einmal. Okay, noch einmal. Das war dumm übrigens. Ich hab's! Jawohl, und jetzt haben wir auch die Insignie. Oh, schwer zu kriegen, aber ich hab's endlich geschafft. Oh, und ich glaube, ein schnelles Kapitel machen wir jetzt noch. Ja doch, wir machen jetzt ein ganz, ganz schnelles Kapitel noch in der Kapitel 7. Ich hoffe, das geht echt schnell. Wer sagt, ich glaube, man muss ja jedes Mal mindestens Kapitel 7 beendet haben. Um hier weitermachen zu dürfen. Oder beziehungsweise um zu Finale zu kommen. Kapitel 7. Mario Morgana ist los. Ach, das ist nur, der heißt nur Mario Morgana. Okay, da weiß ich auch Bescheid. Da oben ist er. Ja komm, den kriegen wir doch jetzt easy hin, oder? Den kriegen wir jetzt schnell weg. Aua. Also war es nicht geplant, Mann. Ah ja, spring ins Wasser, genau. Da kann ich dich nicht verletzen, oder was? Aua. Was machst denn du da unten? Komm her. Was machst denn du? Ja, das trifft mich jedes Mal gefühlt. Okay. Ja, spring halt wieder runter. Genau, Mario Morgana. Sag mal, kann ich dich doch irgendwie mal treffen oder so? Ist das möglich? Okay, jetzt reicht's mir. Komm jetzt her. Ja, sag mal. Manchmal ist der immun gegen meine Treffer. Jetzt habe ich dich aber. Das vergesse ich dir nicht. Ah, danke für die Insigne. Gib her. Okay. Danke. Gib die Insigne. Und damit war es für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und ciao.